Entschuldigen Sie bitte, Prinzessin Leia sorgt sich um Master Luke. Er ist noch nicht zurückgekommen. Vielleicht vergaß er, sich zurückzumelden. Unwahrscheinlich. Sind die Speeder startbereit? Noch nicht. Wir haben Probleme, sie bei dieser Kälte startklar zu kriegen. Dann müssen wir auf Tontons raus. Juhu! Diese Signaltürme. Wenn wir sie neu kalibrieren, können wir Lukes Comlink-Signal verstärken und seinen Standort ermitteln. Wenn Sie das sagen, General, also los. Wow, zusammen mit dem General? Diese Ebenen werden von großen und kleinen Kreaturen bewohnt. Manche sind freundlich, wie unsere Tontons hier, andere weniger. Ha, wie nett. Haben Sie die Gegend bei unserer Ankunft wenigstens auf diese weniger freundlichen gescannt? Wir waren so gründlich, wie es unter den Umständen möglich ist. Ist ja ganz toll. Also wenn ich einen Arm verliere, sind Sie schuld. Genau. So. Oha. Oh nein, Druiden. Such Druiden. Natürlich. Such Druiden. Na toll. Sie dürfen die Oberfläche nicht verlassen. Oh. Oh, Selbstmord, okay. Hey, können wir den wieder in Gang setzen? Diese Geschütze könnten hilfreich sein. Mal gucken. Okay. Es wird schon wärmer. Naja, mehr oder weniger. Zeit ist es soweit. Au. Oh Gott, das Ding explodiert doch schnell. Okay, die erste Brücke ist repariert. So, hier gibt's wieder was Schönes für mich. Wie gesagt, ist halt interessant, wir machen es kaputt und kriegen dafür dann Punkte, wenn wir es wieder aufbauen. Schön. Ersten Stein haben wir. Oh, das ist gefroren. Nein, warum? Ach man, ich komme da nicht rein, schade. Brauche ich irgendwas? Oder kann ich damit? Vor allem das Ding bewegt sich automatisch, ne? Also. Na gut, dann nicht. Okay, gut. Oh oh. Hä? Jetzt. Zack, zack. Wie schön das halt wirklich alleine funktioniert, ohne dass ich was machen muss. Wir müssen darauf gelangen, um ihn neu zu kalibrieren. Nein, komm, komm weg. Sehr schön. Ich will nicht entdeckt werden.
Gut, wir müssen... Oh mein Gott. Okay, das ist machbar. Irgendwie. Sehr gut. Oh nein, was? Okay, wo muss ich den jetzt ausrichten? Ah, alles klar. Subi. Oh oh. Das war übrigens nicht mein Marken. Wachsam bleiben. Einer erledigt. Aber das Signal ist immer noch zu schwach. Wir brauchen noch mehr Türme. Wir brauchen noch mehr Türme, du sagst es. So, Abfahrt. Juhu. Ich will noch mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Ne, das bringt nichts. Gut. Kann ja sein, dass die Fahnen eins von so und so viel sind, ne? Man kennt's. Recon, haben Sie da draußen was gefunden? Wir kalibrieren die Signaltürme neu. Wir sollten bald seinen Standort haben. Hey, mich gibt's auch noch. Schon vergessen? Danke, Recon. Warme Grüße auf der Basis. Vielen Dank auch, Prinzessin. Wow. Da hat sie Ihnen wohl die kalte Schulter gezeigt. Ah, machen Sie mal halblang. Sind Sie General oder Komiker? Echt mal. Gut, ja, okay, hier war irgendwo noch ein Suchtruide. Da ist sogar noch einer. Warte, so. Alter, da kommt aber sehr nah ran. Na, jetzt geht er mal weg hier. So, was haben wir hier? Okay, Abwehrsystem aktivieren. Nee. Okay. Keine Ahnung. Ah, ich verstehe. Okay. Der Schuss geht dann theoretisch dahin, wenn ich das richtig verstehe. Ah. Oder auch nicht. So. Und so. Okay, hat das jetzt, hä?
Aber wo ist das? Was, da drauf muss ich schießen oder was? Ja, toll. Muss man ja vorher erstmal wissen. So. Okay, ja gut, das könnte, ja, das, ja, genau, so nehme ich. Okay. Versuch's nochmal, just for fun. Klappt nicht. Oh, hat doch geklappt, sehr schön. Wunderbar, 1 von 5. Aufsitzen. Hallo, ich will aufsitzen. Hallo. Danke. Ich dachte, hinter uns ist einer. Sieht halt wirklich immer so aus, wie als ob da jemand wäre. So, gleich haben wir es geschafft. Wahrer Yeti incoming. Ja. Oh oh. Okay. Warum wurden die noch nicht entfrostet? Unter diesen Bedingungen? Das wäre in etwa so erfolgversprechend, wie Ratare zu hüten. Okay. Wow. Komplett gefroren, das ganze Ding. Kann ich den noch nicht machen oder was? Ah, okay. Wunderbar, wir haben es geschafft. Wache Yeti. Nice. Gut, wie gesagt, jetzt brauchen wir theoretisch nicht mehr sammeln. Okay, was haben wieder der gleiche Fehler. Oh, ja, das ist jetzt wieder, ne? Schneemänner abschießen, warum auch nicht? Jetzt, wo man es weiß, kann man es machen. Oh oh. Alter, der Turm kippt gleich um. Oh Gott, der kippt. Oh mein Gott, der kippt ja wirklich gleich um. Okay. Oh wow, perfekt. Was ist das? Ein Womper. Und der Grund für unsere Eile. Gut, dann weiter zum letzten. Luke ist immer noch irgendwo da draußen. Natürlich, alle guten Dinge sind drei, ne? Man kennt's. Aber gut, jetzt wissen wir zumindest, wir müssen
die Ausschau nach Schneemännern halten. Ich habe jetzt keine Zeit, um mit dir das Abendbrot zu planen, Chewie. Hier draußen ist es eiskalt. Hey, wir können nicht alle einen dicken Pelz haben, weißt du? Hast du die Arbeit am Falken ab... Er hat einfach aufgehängt. Wow, ich dachte jetzt schon, die Dings wäre abgebrochen. Na komm. Na komm. Ah, ein alter Außenposten. Dort müsste ein Signalturm sein. Ach wirklich? So. Sehr gut, 2 von 5. Okay, cool. Ist das ein Podracer? Nee. Oh, gerade Sachen. Kleiner Podracer eingefroren. Aber hier wäre ziemlich komisch. Ja, aber guck mal. Hm, wo sind jetzt die Schneemänner? Okay, da drin ist noch ein Minikit. Oh. Sehr schön. Jagdkin. Wow, wow. Oh Gott, weg. Du, 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 du. So. Okay. Oh, das war sogar richtig. Ich wollte gerade sagen. Ist bestimmt eine Leiter jetzt, Shortcut-mäßig. So. Lass mich raten. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite rüber. Habe ich recht? Warte mal, hier ist das... Hä? Ah, okay, ich kann hier hoch, aber was bringt mir das? Nichts. Hey, was, wenn wir die Panzertüren da unten schließen? Das könnte die Lücke schließen. Ja. Gute Idee. Na, geh doch mal weg hier. Ah, okay. Also doch eine Leiter. Sag ich doch. Gut, die Türen schließen. Okay. Das war so klar. Ich wollte es extra nicht. Oh nein, was tut es? Nein! Hey, das gehört hier nicht. Jetzt hey. Sei schön klar und gib's wieder her. Hey, du Pimp, gib das her. Hey! Verdammt, der hat einen Schutzschild. Na toll. Okay.
Magnet oder Geschütz? Ich würde sagen Magnet. Komm, let's go. Jawohl, ja. Ah, gib her. Und jetzt den Turm einschalten. Diese Suchdroiden hängen mir zum Hals raus. Wem sagst du das? Ich will ein Gentleman sein und Sie diesen hier besteigen lassen. Was? Willst du ihm jetzt das machen oder was? Nein. Na jetzt, hallo? Okay. Nee, das war falsch. Gut. Nee, warte. Ah. Ja, warte, da war's doch gerade. Nein, warum fällt... Junge. Wir hatten's doch. So nämlich. Okay. Weil... Damit sind alle Türme wieder in Betrieb. Und sieht so aus, als hätten sie Luke bereits aufnehmen können. Worauf warten wir denn noch? Holen wir ihn, bevor das Wetter noch schlimmer wird. Jo. Okay, gut, den Steinchen, das holen wir uns alle später. Jetzt gehen wir erstmal Luke retten. Oh nein. Oha. Okay. Luke! Bist du da drin? Gehen wir ran. Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein, der Jedi-Meister, der auch mich ausbildete. Ben! Luke! Ben! Master Luke, Sir, es tut so gut, Sie wieder voll funktionsfähig zu sehen. Danke, 3PO. Oh, Hochallerwürdigste, Sie scheinen es geschafft zu haben, mich doch noch ein bisschen länger hier zu behalten. Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn. Lach du nur, du Pelzvieh. Prinzessin, wir haben einen Besucher. Du denkst immer nur mit deinem Magen. Ein imperialer Suchdroide.
eine Art Detonationsautomatik besessen haben. General, in Sektor 4 nähert sich aus dem Hyperraum eine Flotte von Sternenzerstörern. Alles für einen Bodenangriff vorbereiten. Oh oh, jetzt geht's los. Und her, erfahrt was Neues. So, einmal geschafft. Wache Jedi, zweimal geschafft. So, jetzt bin ich gespannt. Eins. Okay. Abwärts mit dir. Verdammt. Schade. Und ein Bauteil. General Recon. Okay. General Recon Hutkapuze. Han Solo Hutkapuze. Und das haben wir. Gut. Du hast es gehört, R2. Das Imperium naht. Machen wir einen Snowspeeder-Start, und fliegen wir da raus. Ja, so machen wir das. Transporter sammeln sich am Nordabgang. Die schweren Transportschiffe werden starten, so wie sie geladen haben. Wir haben nur 2 Geleitjäger pro Schiff. Wir können das Energiefeld nur für einen kurzen Zeitpunkt öffnen. Bleiben Sie also in unmittelbarer Nähe Ihrer Transporter. 2 Jäger gegen einen Sternenzerstörer? Die Ionenkanone wird mehrere Schüsse abgeben, um ihre Flugbahn von feindlichen Schiffen freizuhalten. So wie Sie das Energiefeld hinter sich haben, fliegen Sie direkt zum vereinbarten Sammelpunkt. Verstanden? Viel Glück. Roger, Roger. So, okay, cool. Ja, da oben ist ein Bauteil, eine Karte. Kein besonders guter Zustand. Aber wir können das reparieren. Nicht wahr, Erzo? Ja, können wir. Können wir, aber wollen wir das auch? So, was haben wir hier? Muss ich jetzt wirklich Knöpfchen drücken mit Dings? Ah. Schlecht. Okay, gut, das gucken wir uns später an. Ist halt nur die Frage, wie komme ich da hoch? Ich habe neue Informationen, falls ihr interessiert seid. Okay, das ist das. Flugobjekt, das ist schön. Ah, was haben wir hier? Na toll. Jetzt haben wir gerade keinen dafür gedacht. Droiden. Toll, der Motor ist repariert. Aber wir brauchen einen neuen Flügel, wenn wir da rausfliegen wollen. Ja, warte, hier kriegst du Flügel. So. Ah, cool. Okay, das war der erste. Geschafft. Machen wir uns auf den Weg, R2. Ach, das war schon. Ja, nice.